Wir treffen in Herzhals ein und rauf geht's auf die Fähre. Nach einer ruhigen Fährpassage treffen wir in Bergen ein. Nach der musikalischen Begrüßung folgt unser Rundgang durch Balestrand. Jetzt fahren wir bei minus 4 Grad auf 1400 Metern Höhe. Wir genießen eine längere Schiffstour durch den Kreyanger Fjord. Das Kreuzfahrtschiff verlässt Molde, wir auch. Rolf fährt noch einmal über die tolle Brücke.
das Museum in Andalsnes an der Mündung der Rauma. Das Denkmal des Eisenbahnbaus. Hier sind wir gerade im Regen raufgefahren. Die Taiwanesen scheinen ständig zu fotografieren. Ein Kreuzfahrer im Raiyanger Fjord. Eine ruhige Nacht in Fefor und wir starten gen Oslo. Unser Hotel liegt direkt an der Holmenkollenschanze. Jetzt müssen wir die Fähre nach Kiel erwischen. Nach der sehr luxuriösen Fährüberfahrt ist in Kiel unsere Reise zu Ende. Doch nach der Reise ist wie immer vor der Reise.